herzlich willkommen. Wir sind heute wieder mal in einer Parkanlage in der Oberlausitz unterwegs. Wir haben uns diesmal den Park in Königswartha ausgesucht. Und als Einstieg haben wir einen kleinen, sehr schönen Blick aufs Schloss. Finden leider Bauarbeiten statt, aber es muss ja auch sein. Kurze Geschichte der Anlage hier in Königswartha. Königswartha ist ein sehr alter Rittersitz oder ein Gutsbesitz. Er ist bekannt schon aus dem Mittelalter. Und das Schloss, so wie wir es jetzt hier so vor uns sehen, das stammt aus dem 18. Jahrhundert. Genauer gesagt, es ist erbaut worden um 1780 von einer Grafenfamilie, die von Dallwitz hieß. Die haben hier, wie gesagt, das Schloss errichten lassen und vermutlich auch den Park gestalten lassen oder den Park gestalten. Ja, haben die eigentlich gestaltet, stimmt, kann man so sagen. Und Rittergutsgebäude, die man hier umliegend sieht, sind auch alle größtenteils unter deren Herrschaft auf deren Geheiß mit erneuert bzw. errichtet worden. Das soll jetzt eigentlich auch schon zur Geschichte ein bisschen reichen. Und wir würden uns jetzt in den eigentlichen Park begeben. Okay, ich hatte ja gesagt, also die Hauptgebäude oder das eigentliche Schloss ist um 1780 entstanden. Ein Park wurde dazu angelegt im, man sagt immer landschaftlichen Stil, aber ich glaube fast, dass hier eher auch ein geometrischer oder ein barocker Stil gewesen ist oder zumindest so ein Übergangsstil. Zu dem Schloss gehörte auch eine Orangerie, die sieht man hier im Hintergrund. Die muss auch ungefähr in der Zeit Ende des 18. Jahrhunderts errichtet worden sein. Orangerie ist nochmal dazu zu sagen, Aufbewahrungsort für Kübelpflanzen, Orangen, Feigen etc. in den Wintermonaten. Und im Sommer sind die dann ja letztendlich alle in den Park mitgekommen. Dass das Schloss noch relativ gut erhalten ist, ist dem Umstand zu verdanken, dass hier 1949 die staatliche Fischereischule eingerichtet wurde, sprich Lehrräume im Schloss, Versuchsräume mit Fischbecken in der Orangerie. Aber wie gesagt, dadurch konnte das ganze Ensemble genutzt und erhalten werden. Spannend ist auch, dass eigentlich das Schloss mit auf der Liste stand nach dem Krieg, dass es wie viele Herrenhäuser und Güter hier in der Oberlausitz abgerissen werden sollte. Es konnte also entsprechend gerettet werden durch eine entsprechende Umnutzung. Heute wird das Schloss betreut gehört das Schloss im Endeffekt dem Freistaat, genauer gesagt dem Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Und es befindet sich hier immer noch eine Ausbildungsstätte für die Fischerei, für Fischereiwesen und zwar für die Binnenfischerei. Weil zu Königswartha ist zu sagen, dass die unheimlich viel Teichgebiete hier in der Region besitzen. Und ich glaube, deshalb war es auch damals der Grund gewesen, hier so eine Fischereischule 1949 zu etablieren. Zur Orangerie wäre noch zu sagen, dass die Orangerie in den Jahren 1992, 1993 umfassend saniert wurde. Also die ganzen Fischhalterbecken, die sich hier zu DDR-Zeiten drin befanden, sind da rausgekommen. Und jetzt befindet sich in der Orangerie eine Bibliothek und im hinteren Bereich Büroräume oder Verwaltungsräume. Was zu dem Tor zu sagen ist, das scheint ursprünglich nicht zum Originalbestand des Schlossparkes gehört zu haben. Das liegt daran, dass als man beschlossen hatte, hier die Fischereischule im Endeffekt in den Jahr 48, 49 einzurichten, hat man vermutlich aus vielen anderen Schlossparkanlagen, die abgerissen worden sind, Teile hier nach Königswartha gebracht.
Dazu gehören zum Beispiel auch die Figuren, die auf der Vorderseite, also auf der Nordseite des Schlosses zu sehen sind. Auf die werden wir dann später nochmal eingehen. Dazu gehört auch dieses Tor, was angeblich aus dem Schlosspark Guteburn stammen soll. Guteburn ist ein Schloss, was sie abgerissen haben. Das liegt in der Nähe von Ruhland. Und dann wurden auch hier aus dem Schloss in Kaupa, das ist ebenfalls nach 45 abgerissen worden, zwei große Zinkgusshirsche hier nach Königswartha gebracht. Und die standen hinten am Teich, aber da kann sich kaum noch jemand dran erinnern mehr. Aber es müssen wohl doch ein ganz paar Sachen hier in diese Parkanlage mit eingebracht worden sind, die original nicht hier da gewesen sind. Und dann gehen wir mal hinter den Park. Etwas weiter im Park drin und man sieht hier sehr schön, dass ein wesentliches Element der Parkgestaltung ist dieser große Teich hier. Ja, es ist anzunehmen, dass er ursprünglich mal quadratisch war. Jetzt eben, da die Anlage eher landschaftlich gestaltet ist, ist der Park oder beziehungsweise der Parkteich ja doch dann mehr oder weniger in seinen Uferlinien doch geschwungener gestaltet worden, aber man sieht eigentlich noch so das Grundprinzip eines rechteckigen Wasserbeckens. Was schön ist, der dient dazu, also es nennt man, Borgzeit nennt man sowas Fixierleg, also Spiegelteich. Und das wird man im hinteren Parkteil noch sehen, da spiegelt sich das Schloss herrlich in der Wasserfläche. Es ist perfekt gemacht und sehenswert. Zu dem Gebäude hier drüben, das gehört natürlich nie in den Park rein. Das ist damals entstanden, als die ja, Fischereischule hier etabliert wurde. Das ist ein ja, Labor, Forschungseinrichtung, aber auch mit als Internat genutzt worden. Ist zumindest farblich ja, dem übrigen Schlossensemble angepasst. Obwohl der Schlosspark in Königswartha ein ziemlich kleiner Park ist, lebt er doch durch diese ja, etwas zurückgenommene Gestaltung. Also wie so im Landschaftspark üblich hat man hier breite Wiesenflächen, sehr schön ja, und planvoll gesetzte Bäume und Baumgruppen. Also auffallend sind wirklich hier im Schlossbock von Königswartha die alten Eichen entlang des Ufers vom See. Wir haben aber auch noch ein paar andere besondere Einzelbäume im hinteren Parkteil noch. So eine übliche Platane steht dort auch auf der Wiesenfläche. Und was hier sehr schön ist, ist dieser kleine Aussichtshügel mit einer Linde obendrauf. Und das ja, da ist der Park nie so flach bloß einfach, sondern er wird nochmal geländemäßig aufgewertet und man kann sich da sehr schön vorstellen, dass man dahin lustwandelt ist, um da eben unter der Linde zu sitzen und über den Park zu schauen. Was schön ist auch hier die umschließende Parkmauer. Man hört zwar die Bundesstraße, die genau dahinter ist, aber trotzdem vermittelt hier das Ganze doch einen Eindruck der Abgeschiedenheit.
Wir sind jetzt hier im hinteren Bereich des Schlossparkes. Man sieht schon, der ist ein bisschen anders, ist ein bisschen dichter gehalten. Das wollte man aber auch, ist bewusst so gestaltet worden. Wahrscheinlich etwas später, also im 19. Jahrhundert, dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und das liegt vermutlich daran, dass sich hier hinten eine Grabstätte mit Gruft befindet. Und zwar ist das die Grabstätte derer von Rabenau, die das Anwesen hier im 19. Jahrhundert besessen haben. Und die ließen sich hier im Park, wie das so üblich ist, auch in anderen Schlossparks, eine Gruft errichten, die aber leider zerstört worden ist nach 45. Spannend ist die Geschichte, das möchte ich auch noch dazu sagen, dass hier umfangreiche Sanierungsmaßnahmen bzw. Restaurierungsmaßnahmen im Park gelaufen sind. Und zwar in den 2005 oder so muss es gewesen sein. 2004, 2005 im Rahmen von 1-Euro-Jobbern. Und die haben hier hinten diesen Bereich, der völlig verwildert war, erstmal, sagen wir mal so, ausgemistet und wirklich Wildwuchs wieder entnommen, sodass ein zwar dichter Charakter immer noch geblieben ist mit den ganzen Gehölzgruppen, die hier original drin waren, aber eben auch offene Bereiche mit kleinen Wiesenflächen wieder entstanden sind. Und die Sträucher, die hier stehen, das sind so die Reststräucher, die damals im 19. Jahrhundert gepflanzt wurden. Also Bauernjasmin ist zum Beispiel noch dabei und ganz viel Flieder. Also wenn Fliederblüte ist, ist das hier im Schlosspark auch ein spannendes Erlebnis. Und wir gehen jetzt mal zur Grabstätte. Wenn man durch den Schlosspark geht, findet man auch ein paar Kuriositäten, wenn man die Augen offen hält. Sind zum Teil Geschichte. Hier in dem Fall wollte ich darauf hinweisen, ist ein Stück Baumgeschichte. Hier stand ursprünglich mal eine ziemlich alte Kornelkirsche, von deren wir die Reste hier unten noch liegen sehen. Und gleich daneben hat sich auch eine Traubenkirsche entwickelt, die aber auch schon so ein bisschen alt auf dem Buckel hat, an denen der Zahn der Zeit nagt, aber bei solchen Geschichten, da kann man einfach ein bisschen meditieren, gute Fotoformate finden. Also macht Spaß, so Details zu entdecken. Wir stehen jetzt hier an der westlichen Parkseite. Das ist auch sehr romantisch, weil man hier von dieser Seite aus, also man hat ja sämtliche Seiten des Parkes die Hauptseiten des Parkes sind durch eine Bruchsteinmauer geschlossen. Und hier hat man aber als natürliche Begrenzung des Parks den Mühlgraben, der vom Schwarzwasser abzweigt, im Endeffekt als Parkgrenze genommen, so dass man die Chance hatte, hier direkt in die, gut, jetzt ist ein bisschen zugewachsen das Ganze, aber hier konnte man in die freie Landschaft blicken. Das war auch, ist auch so ein Aspekt immer, den man in Landschaftsgärten hat, Einbeziehung der Landschaft in die eigentliche Parkgestaltung. Musik.
Wir gehen jetzt aus dem hinteren Parkteil, gehen mal vor zum Schloss, weil am Schloss stehen ja ganz wichtige Sachen, die für Königswartha ja, berühmt oder bekannt sind. Das sind die Sandsteinskulpturen, die an der Schlossfassade sowohl auf der Südseite als auch auf der Nordseite stehen. Und die gucken wir uns jetzt nochmal an, so ein bisschen als Abschluss. So, hier haben wir auch noch was Schönes, dendrologisch Besonderes in Königswartha. Das ist eine schöne alte Tulpenmagnolie. Sieht optisch immer wieder perfekt aus im Frühjahr. Jetzt leider nee, die hat ein bisschen Frost gekriegt. Das ist nun mal so bei Magnolien. Nur noch mal darauf hinweisen, das ist eine Tulpenmagnolie und der eigentliche Tulpenbaum ist ein viel größeres Gehölz. Findet sich auch in Parkanlagen. Aber blüht ganz anders und auch später. Wir sind jetzt wieder zurück, stehen an der Südfassade des Schlosses. Das ist eigentlich auch die eigentliche Schauseite zum Park hin des Schlosses. Wunderschön, vielleicht zur Erklärung die Skulpturen, da gehen wir gleich nochmal hin. Unten der Bereich, wo die Gardinen zu sehen sind, das ist der sogenannte Gartensaal. Und oben drüber, der Bereich, die großen Fenster mit den Gittern und auch die, diese runden Fenster, das ist der große Festsaal. Also der geht über zweieinhalb Etagen. Und die Architektur des Hauses ist sowieso schön, ist nie unser Thema heute, aber bloß zur Andeutung, dass man eben von draußen auch das Innere der Architektur sehen kann. Und wir gehen jetzt zu den Skulpturen, die an der Gartenfassade stehen. Das sind die Figuren oder Skulpturen, die original hier in Königswartha auch schon gestanden haben. Es ist ja immer interessant, wenn man Skulpturen in der Parkanlage hat, auch zu wissen, was diese Figuren darstellen oder Skulpturen darstellen. Wie gesagt, die dürften aus der Erbauungszeit des Schlosses stammen, aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, also man sagt immer 1780 rum, die könnten vielleicht noch ein bisschen eher sein. So genau ist das noch nie festgestellt worden, aber wir kommen jetzt mal zu den Dargestellten, die hier sind. Wir haben hier vier mythologische Götter dargestellt. Auf der linken Seite haben wir hier den Kronos. Kronos mit K geschrieben, nie zu verwechseln mit dem Kronos, der mit der Sense normalerweise immer die Zeit darstellen soll. Das ist hier der Titanenvater sozusagen. Und man wird sich wundern, warum der hier den Knaben den Mund geführt hat. Es ist so, dass er seine Schwester als Frau hatte, mit der auch Kinder gezeugt hat, aber dem Kronos war das gar nicht so recht. Und da hat er seine Kinder alle sozusagen verspeist, außer den Sohn Zeus, der ist versteckt worden von seiner Mutter. Kommen wir weiter zu der nächsten Skulptur. Die hat auch was mit dem Kronos zu tun, ist aber eine etwas schlüpfrige Geschichte, brauchen wir jetzt hier nie bringen. Diese Skulptur stellt die Venus dar, oder die Aphrodite, mit dem Attribut des Delphines.
Also eigentlich gehören die beiden Skulpturen hier zusammen, weil das ist ein Bruder und das ist auch eine Schwester. Dann kommen wir zum nächsten Götterpaar. Die Dame, die hier mit dem V dargestellt ist, das ist die Juno. Und ihr Gatte steht nebenan, das ist der Jupiter. Das sind zwei römische Gottheiten, die vergleichbar sind mit den Göttern aus der griechischen Mythologie. Dort wären das Hera und Zeus. Hier sind es aber jetzt dargestellt Juno mit dem V und Jupiter mit dem Blitzbündel. Und man sieht, an der rechten Flanke schlängelt sich da noch so ein Adler. So, also zumindest also die Paare passen ganz gut zusammen. Was man hier vielleicht noch rein interpretieren kann, wäre, dass die auch die vier Elemente darstellen. Jupiter steht gemeinhin für das Element Feuer und Juno steht für das Element Luft. Die anderen könnten reinpassen, also die Venus nennt sich auch die Schaumgeborene, die aus dem Meer kam, könnte durchaus das Wasser darstellen. Und Kronos, weil Kronos ist Sohn von Himmel und Erde und Kronos dürfte dann die Erde darstellen. Und um den Ganzen jetzt noch ein bisschen die Krönung ja, zu geben, sind wir jetzt nochmal an der Nordseite des Schlosses, wo auch sehr schöne Barockskulpturen aus Sandstein stehen. Zu den Figuren ist zu sagen, dass die, das hatte ich erst schon erwähnt gehabt, dass die hier nach 45 hierher gekommen sind. Und zwar aus dem Rittergut oder dem Schloss in Luga. Das ist ganz in der Nähe von hier. Und man hat die Figuren hier aufgestellt, um die vor der Zerstörung, ja, oder willkürlichen Zerstörung der Bevölkerung zu schützen. Die sind also hier gelandet und diese Figuren, die dürften aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts stammen und werden der Permoser-Schule zugeschrieben. Also sprich, die sind irgendwann von Dresden vermutlich hier in die Oberlausitz gekommen und sind dann jetzt hier seit, boah, nach dem Krieg stehen die im Endeffekt hier und bilden eine besondere Zierde. Zu den Figuren ist zu sagen, das sind auch wieder alles Götter aus der Mythologie. Und die passen aber nie alle zusammen. Also es gibt hier eine Vierergruppe oder vier dieser Skulpturen passen perfekt zusammen. Die stellen die Jahreszeiten dar. Und dann gibt es noch zwei andere Figuren. Das ist zum Beispiel der Bacchus hier. Der steht so als Symbol für ja, Lebensfreude, Feierlichkeiten. Also eine typisch barocke Darstellung auch. Ganz niedlich hier auch mit dem kleinen Satyr. Jetzt beginnen linker Hand von mir die Jahreszeiten. Das ist zum einen der Sommer. Hier als Göttin, ja, Cerzis dargestellt. Sommer erkennt man an dem Bündeln dieser, ja, Karotten. Dann haben wir natürlich die Flora. Die Göttin Flora, die den Frühling darstellt. Die ist immer gut erkennbar oder am leichtesten mit den Füllhörnern und Blüten drin. Dann gehen wir weiter. Der Apollon, der passt natürlich nie zu den Jahreszeiten rein, müsste also normalerweise extra stehen. Apollon ist der Gott, der auch ja, die Musen betreut. Und dass er ein musischer Gott ist und ein Gott für die Künste, sieht man auch, dass er hier diese Leier in der Hand hat und spielt. Und jetzt kommen wir wieder zu den Jahreszeiten. Hier haben wir nochmal einen Bacchus mit den Weintrauben. Der steht für die Jahreszeit Herbst. Ist auch wieder ganz niedlich gemacht. Und ja, zum Schluss kommt der Winter, der hier fröstelnd als Kreis dargestellt ist. Mit den Feuerscheiden hier unten. Also man sieht, der fröstelt schon richtig. Und was interessant ist, ich habe ja erst was von Permoser gesagt, diese zumindest die Jahreszeiten, aber auch, ja, ich denke mal auch Apollon und Bacchus, die finden sich zum Teil in Skulpturenschmuck an Dresdner Gebäuden wieder, beziehungsweise auch in den Porzellansammlungen. Es gibt zum Beispiel auch Figuren aus Porzellan, die aus der Barockzeit in dem Sinne dargestellt wurden oder in dieser Art dargestellt wurden. Und das sind wirkliche Highlights hier, diese Skulpturen, die man sich unbedingt einmal ansehen sollte.
Jetzt haben wir den Ausgangspunkt unserer kleinen Tour durch den Schlossbock von Königswartha erreicht. Und ich hoffe, es hat gefallen und inspiriert, einfach mal hierher zu fahren und sich das Ganze anzuschauen.